Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 1336. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Begrüße ich euch an Bord unseres einzig fertiggestellten Heißluftballons. Und falls ihr schon sehr, sehr lange dabei seid, wisst ihr, dass das natürlich nicht der Plan war. Der Plan war es, wie man auch unschwer erkennen kann, und da hinten auch noch mehr, mehrere zu haben. Da ich für den hier damals super lang gebraucht habe und es beim zweiten schon nicht mehr klappen wollte, habe ich allerdings nie weitergemacht. Wir haben die Körbchen davon überall fertig, aber alles weitere, naja, okay, bei dem ist auch nicht das Körbchen fertig. Wir haben halt wirklich noch viele weitere geplant gehabt, ich habe es aber nie gemacht, weil es war halt auch wirklich echt scheiß zu machen, muss man auch einfach mal so sagen. Ne, also den einen da zu bauen, das war wirklich keine geile Experience. Und beim zweiten, da wollte ich damals, das weiß ich noch, wollte ich eine 2 bauen. Und auch das hat nicht gut geklappt, weil 2 ist meine Lieblingszahl. Habe ich gedacht, wäre ja eigentlich ganz witzig. Aber nee, das war überhaupt nicht witzig. Das war echt scheiße. Und ich habe den Traum nie ganz aufgegeben, wenn man es Traum nennen kann, ich weiß es nicht. Und deswegen sind auch die Körbchen hier immer noch, auch weil ich ein bisschen faul war, oder zu faul war, um die wieder alle abzubauen. Dennoch finde ich, man kann nicht kopfüber fliegen irgendwie, dennoch fände ich es eigentlich ganz geil, wenn wir es nochmal versuchen würden. Alter, das will er überhaupt nicht. Also, das Ganze, was er gerade nach unten macht, also, ich ziehe gerade komplett nach unten, damit wir weitgehend so fliegen können. Das macht er überhaupt nicht. Das ist neu. Das ging vorher besser. Naja, egal. Also, ich würde gern nochmal versuchen, hier so ein Ding zu bauen. Ob das klappt, wie gut das klappt, ob das überhaupt klappt, ob ich das danach einfach abfackel. Keine Ahnung. Ich habe nicht mal irgendwas vorbereitet, dass wir das machen können. Ich habe nicht mal Materialien oder irgendwas. Ich bin gerade nur einmal kurz auf Pinterest gegangen, um rauszufinden, was man denn vielleicht noch so für Designs machen könnte. So, weil wir haben hier vorne ja einfach nur so einen weißen Tropfen, könnte man quasi das nennen. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht das Allerspannendste. Und ich würde halt gern noch ein paar andere Formen machen. Ich bin aber, glaube ich, auch wirklich nicht begabt genug, was so Formen, so organische Formen angeht. Was ich ganz cool finde, was ich hier gerade sehe, ist, wenn man zum Beispiel so einen Kopf macht. Hier habe ich zum Beispiel auf Pinterest nämlich was gefunden, das sieht aus wie so ein Skelettkopf. Gibt dann natürlich von den ganzen anderen Mobs noch was, das könnte man zum Beispiel machen. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger Bock habe ich da selber drauf. Also, ja. Schwierig. Ich sage es euch ganz ehrlich, es ist wirklich schwierig. Und die Idee finde ich toll, aber das ist sowas von der Umsetzung. Es ist einfach so beschissen, dass man da gar keinen Bock drauf hat. So, ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ganz spontan, ich weiß, ist mir egal. Gut, dass ich nichts in den Titel oder so davon schreiben muss oder werde oder wie auch immer. Aber ja, naja, egal. Man kann auch nicht immer jede Scheiße machen. Also kann man. Muss aber ja nicht sein. So, jetzt machen wir uns hiervon nochmal ganz. Wow! Ganz viele wahrscheinlich. 22. Ist das lächerlich. Okay. Haben wir hier unten eigentlich alles fertig damit? Nee, okay. Wir machen was anderes. Wir wissen schon, was wir zu tun haben. Wir haben genug zu tun. Wir haben genug, was wir machen können. Das ist vielleicht alles nicht immer gleich aufregend. Ne? Manche Sachen sind einfach aufregender als andere. Aber alle Sachen müssen irgendwie erledigt werden. Ja, das war ja ganz clever. So. Und so. Und deswegen machen wir jetzt das hier einfach. Weil, guck mal, grün sieht cool aus. Ist aber halt einfach zu dunkel. So, weil hier spawnt schon wieder alles mögliche. Und das ist natürlich genau das, was ich hiermit eben nicht erreichen wollte. Beziehungsweise wo ich gegen vorgehen wollte mit den Dingern. Moin! Geh mal baden. So.
Zack, zack. Das ist eine bodenlose Frechheit. Hau ab. Ja, ist ja gut. Der ist mir gefolgt, sagt es doch. Mir den Knochen. Den kann ich sehr gut gebrauchen. Ich weiß, ich habe hier eine Farm drunter, das ist mir egal. Ich kann den trotzdem gut gebrauchen. So. Und den noch. Okay, dann haben wir den Teil. Weiß nicht, ob wir hier dran kommen. Wahrscheinlich nicht. Nein. Vorne kommen wir aber dran. Also ich werde das halt so machen, dass die Lampen eigentlich alle komplett ungerostet sind, damit die einfach das Maximum an Licht bieten. Weil, ne, dass die, also ob das Ding da jetzt hängt oder peng, das bringt halt original gar nichts. Mann. Mach es doch nicht so schwer. Warum baue ich die so hoch? Man weiß es nicht. So. Bum, bum, bum. Bum. Wundervoll. Dann gehen wir hier einmal hoch. Und ja, weiß ich nicht. Also wir hatten damals noch, hatte Wolfkopf, glaube ich, vorgeschlagen. Für die, die jetzt neu sind. Das ist einer der alteingesessenen Hasen. Also wirklich alteingesessenen Hasen. Der ist auch schon ein alter Knacker. Spaß. Ich weiß gar nicht. Obwohl, nee, der ist nicht so alt. Ist auf jeden Fall über der Keck. Und der hat ziemlich früh, ich glaube so ab Folge 300, 400 sogar, hier zugeguckt und hatte damals auch alle Folgen fleißigst gesehen. Und hatte irgendwann mal vorgeschlagen, so eine Art Luftschiff zu bauen. Was natürlich eine ziemlich coole Idee ist. Ja, waren wir schon, das ist clever. Was eine ziemlich coole Idee ist, was man da natürlich jetzt auch wieder aufgreifen könnte mit den Heißluftballons. Ne? Weil das ist ja irgendwo verwandt. Aber auch da bin ich irgendwie ein bisschen überfragt. Auch da wüsste ich nicht wirklich wie, weil ich habe bisher einmal so eine Art Luftschiff gebaut in meinem Leben. Und das war in Creative. Und auch wenn das eigentlich ziemlich geil aussah, dafür, dass ich es damals, dafür, dass es zu einer Zeit entstand, wo ich wirklich noch nicht so gut bauen konnte wie heute. Nicht, dass ich heute der Übergott bin. Aber, na, von mir aus machen wir es so. Ist es doch nochmal was anderes als jetzt. Und es passt auch vom Look nicht wirklich hier rein. Ich werde hier noch eine Lampe reinsetzen. Habe ich mir gerade überlegt. Weil teilweise ist es hier immer noch zu dunkel. Hier zum Beispiel kann bestimmt noch was spawnen. Und das ist natürlich nicht gut, schräg nicht gewollt. Und dadurch kann es natürlich auch nicht so bleiben. So. Mal einmal kurz ein paar Lämpchen holen. Falsche Kiste. So. Zack. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit diesem Regenerationstrank machen soll. Ich habe den jetzt einfach irgendwie dabei, aber so wirklich einen Sinn dafür habe ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, wo ich ihn hintun soll. Deswegen, ja, keine Ahnung. So, hier könnte man das auch nochmal machen. Ich weiß, da haben wir eigentlich... Ah, nee, das ist ja übel blöd. Dann brauche ich ja noch einen Knopf. Scheiße. Oh, das ist ja jetzt übel nervig. Habe ich Holz? Nein, natürlich nicht. Oh, ich habe immer tolle Ideen, oder? Ich habe so tolle Ideen. Wollen wir das hier noch machen? Wir könnten das auch hier noch machen. Wir könnten das sogar komplett übertrieben überall hier machen. Aber dann wird es natürlich auch nicht mehr geil aussehen. Ich finde das ein bisschen komisch, dass man jetzt hier diesen... Ne, also... Das hier hat. Das ist von diesem Reach-Around-Mod. Das ist quasi wie bei Bedrock, meine ich. Dass man dann sieht, wo man was platzieren kann, ohne da was platzieren zu können eigentlich in Vanilla. Aber vorher war da halt nichts. Da war halt dann so ein kleines Plus am Fadenkreuz und das war's. Das fand ich ein bisschen schöner, muss ich ehrlich gestehen. Aber so ist es natürlich ein bisschen praktischer. Bestimmt schon. So. Ich meine, ich brauche eigentlich nur einen. Ich war jetzt aber auch geneigt, einfach 20 Knöpfe zu machen. Einfach, weil es
Weil ich die eh nicht brauche, das ist Holz und weil es einfacher ist. Naja, egal. So, einmal bitte hier vorne landen, ohne zu sterben. Vielen Dank. So, dann muss ich den einmal rausnehmen. Den dran. Dann so. Und gewaxed ist es. Dann muss ich den einmal rausnehmen. Dann... Nee, muss ich nicht. Muss den einmal rausnehmen. Okay, dann muss ich so machen. Dann muss ich so machen. Hier machen wir das, lassen wir das Erz drin. Wir könnten das hier nochmal machen. Komm ich daran von hier? Ja, komm ich. Perfekt. Das spart uns ein bisschen abbauen. Nein, den Trident brauche ich gerade nicht, du Dummerchen. So. Hier kommen wir aus der Höhle so raus. Nein, so, jetzt kommen wir raus. Und dann einmal bitte den hier. Und dann einmal bitte den. Dann leuchtet das alles ganz fein. Es ist schön. Lass mich vielleicht da noch einen hinsetzen. Bedeutet, zack und zack und zack. Ich habe gerade übrigens nochmal, war eigentlich nicht geplant, ich wollte eigentlich nur eine Folge gucken. Ich glaube, ich habe jetzt zwei mindestens, ich glaube sogar drei geguckt. Von Ahsoka habe ich nochmal nachgeguckt, weil Acolyte jetzt nicht so nicht so die Erfüllung ist, wie euch eventuell aufgefallen ist, wenn ihr die letzten Folgen von mir gesehen habt oder wenn ihr generell ein Hirn habt. Dann werdet ihr das sehr wahrscheinlich auch so sehen. Ja, wie dem auch sei, hatte ich nochmal Lust, weil erstens mag ich Ahsoka als Charakter, aber ich mag halt auch die ganzen anderen, die da vorkommen. Und Rebels ist eh mein Liebling und so weiter. Und deswegen hatte ich das vor einer Woche oder zwei oder so, nachdem ich Rebels komplett durch hatte, nochmal angefangen. Und das ist so viel geiler als Acolyte, ne? Es ist in jeder erdenklichen Hinsicht einfach so viel geiler. Das ist schon fast frech. Es ist legit schon fast frech, wie viel besser das ist. Wie viel mehr Star Wars das vor allem auch einfach ist. Ach komm, jetzt mach doch. Nein, und ich verstehe nicht. Ach Mann, jetzt sei doch nicht so ein Hurensohn. Und ich verstehe nicht, wieso die nicht Dave, Dave einfach die komplette Kontrolle geben. Werde ich nie verstehen, das verstehe ich schon seit Jahren nicht. Aber, gut. Muss ich ja nicht. Ich bin ja nicht Disney. So, wo könnten wir denn noch irgendwo eins hinsetzen? Ich würde immer noch gern irgendwie, aber das funktioniert hier halt nicht. Ich habe jetzt natürlich auch keine Slabs mehr oder irgendwas. Aber hier generell fehlt, finde ich, sowas noch. Deswegen machen wir das. Lol. Ja, guck mal. Da haben wir es doch. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Und so. Und so. Und so. Nee, nicht so. Sondern so. Und dann machen wir so. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Licht. Und dann machen wir vielleicht hier nochmal so. Nein, du Dummkopf. Dann machen wir so. Ich habe keine Lampe mehr, das ist gut. Das war sogar richtig gut jetzt. Ach, scheiß doch drauf. Dann müssen wir nochmal eine Lampe holen gehen. Ich hatte auch irgendwo hier noch ein, zwei von den Trapdoors gesehen, meine ich, die noch komplett grün waren. Ich war mir aber auch nicht mehr sicher, wo. Hier müssen wir halt auch nochmal ran. Da haben wir es ja noch gar nicht eingebaut. Nee. Wo war das denn? Das ist noch nicht so lange her. Aha. Noch nicht so lange her, wollte ich sagen. Und hier. Bumm. Okay. Ja, mein Headset piept wieder. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber ich meine, nach 1300 Folgen sollte ich eigentlich wissen, dass ihr das nicht hört. Aber trotzdem, bei manchen Sachen ist man immer noch so unsicher, dass man denkt, scheiße, das haben die jetzt wieder gehört.
Das macht die Folge schlechter, aber im Endeffekt, erstens wird es euch wahrscheinlich überhaupt nicht jucken, weil das macht buchstäblich einfach nur tut tut und dann wär's das. Und zweitens, na, die meisten, die hier zugucken, gucken nicht zum ersten Mal zu. Das heißt, die meisten, die hier zugucken, wissen das und haben sich sehr wahrscheinlich schon damit angefreundet. Und wenn sie es nicht damit sich angefreundet hätten, würden sie wahrscheinlich ja nicht mehr zugucken. Von daher irrationale Angst, aber gut, so, das sind die meisten. Ne? So, jetzt habe ich natürlich die Treppe oder die Slabs vergessen, aber das ist ja auch typisch, könnte man schon fast sagen. Zynische Zungen würden sagen. Es ist typisch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal ein paar. Und damit können wir dann morgen in alter Frische weitermachen. Ich setze hier, glaube ich, allerdings nochmal die so hin. Nein, doch nicht so. Bist du dumm? Die so hin. Das ist schon besser. Vielleicht, man könnte wirklich einfach hier noch was hinsetzen. Dass man dann sagt, man macht so. Was war denn jetzt hier? War das hier? Ja. Okay, dann macht man so. Macht die an. Packt die weg. Macht so. Bumm. Dann leuchtet das auch noch mehr. Ich finde, es sieht einfach fürs Auge schön aus, wenn hier überall so kleine Sachen sind, die so ein bisschen Licht spenden. Und ich glaube, dass das auch immer viel bringt, wenn man das macht. Deswegen. Macht natürlich nicht unfassbar viel Sinn. Also, warum sollte man eine Lampe in Fels bauen? Aber was muss hier denn Sinn ergeben? Warum muss alles Sinn ergeben? Das sind hier die wichtigen Fragen. Bum, 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 bum. Und geh weg. Bum. Nochmal eine Lampe. Und dann vielleicht hier noch. Und zwar, wie machen wir es denn hier? Machen wir so. Jetzt wird's richtig sick. Pass auf, wenn ich das jetzt hier hin mache, gehen beide an. Und dann mache ich so. Und dann kann man da um die Ecke drum gucken. Das ist geil. Okay, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.